Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf der Stappenbach. Ja, wie ihr seht, der nächste Tag ist. Ich habe alles fertig gesät. Können wir auch kurz nachgucken. Es ist alles gesät, ne? Da sind ja unsere Wiesen. Hier sind unsere Wiesen. Möhrchen, Zuckerrübchen, Hafer. Hier habe ich Luzerne gesät. Auf den beiden Ecken. Soja. Und hier hinten haben wir drei Felder Mais. Hier einmal noch Hafer und Weizen. So ist erstmal der Plan. Können wir nachgucken? Ist das überhaupt an? Oh, wird er noch nicht anzeigen. Oh, ist alles angegangen. Dann können wir das schon fast alles, glaube ich, wieder düngen, ne? Das ist ja eine feine Sache. Also angegangen ist es. Das ist schon mal supi. Dann können wir praktisch demnächst alles nochmal düngen. Oh, Unkraut ist auch schon drauf. Müssen wir bald die Spritze hintermachen, wa? Ja, wie ihr seht, es gibt viel Arbeit, ne? Aber zuerst bringen wir mal unsere Schafe auf die Weide, ne? Denn die müssen ja auch mal raus. Da ist auch nicht mehr viel Futter im Stall. Und deswegen habe ich mir gedacht, bringen wir die erstmal raus, ne? So. Verschieben. Den soll es ja gut gehen. Ja, hallo. Zurück. Und sollte es auch richtig machen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bestätigen. So, und dann sind sie alle drauf. Machen wir den Hump zu. Klappe ist oben. Abfahrt. Bringen wir die auf die Weide. Ist Zeit. Gehst du mal aus dem Weg? Aus Santo. Danke. Gut, dass du so ein zuvorkommender Hund bist. Dann müssen wir die gleich füttern. Das werden wir dann gleich noch machen. Und ich denke, danach werden wir düngen fahren. Schon teils spritzen. Gucken, ob auf den Eicher Pflegereifen drauf gehen. Und dann schauen wir mal, wie das Wetter heute wird. Wir werden dann Gras mähen. Dass das auch so langsam angeht. Heu ist, glaube ich, noch zu früh. Ich vertue mich immer. Ich will immer da rein. Wo ich muss ja erst nach der Brücke abbiegen, ne? Ja, für Heu ist echt noch zu früh und deswegen schätze ich mal, werden wir nicht alles mähen, aber den größten Teil. Zwei, drei Wiesen lassen wir über, wo wir auf jeden Fall Heu machen können, obwohl wir Kleeheu machen. Also könnten wir eigentlich alles mähen. Oh, die ist sogar noch offen. So, guck mal, unsere Schäfchen, die kommen raus. Feini, feini. So, dann guck mal runter. Verschieben. Bestätigen. Ja, fein. Sind die alle schön in der Wiese. Die frieren wieder ein. Schon komisch, ne? Habe ich bei der Kuhweide, habe ich das oben auch, dass die einfrieren. Dann fahren wir in den Eicher raus. Jo, voll, ne? Dann geben wir hier Futter. Wir müssen ja hier alles füttern. Das hatte ich ja noch gar nicht gemacht. So, mach dich mal aus. Geh mal raus. Den hole ich jetzt mal Wasser. So, was braucht ihr jetzt alles an Futter? Oh, Pferde müssen wir auch schon wieder einstreuen. Sommerschafweide. Zuckerrüben, Karotten. Dann ist die Kiste leer. Warum steht denn die denn dann noch? Ist sie leer? Ne. Das ist ja jetzt komisch. Die ist auch krass, die Lage. Können wir gar nicht annehmen.
Guck mal an. Zack. Was ist das? Will der gar nicht so viel Karotten oder was? Der will wohl keine Karotten mehr, wa? Ja, ich weiß, das ist manchmal nicht ganz realistisch, aber wir haben gut gefrühstückt. Bevor man sich jetzt die ganze Arbeit mit dem Frontlader wieder macht, ne? Finde ich, geht das mit den Kisten auch mal so. Mit der Palettengabel, das ist ja auch so eine Sache für sich. Sind wir mal ganz ehrlich. Und ich glaube, das macht jeder mal so. Dass er das wirklich... Springen wir eben in Deutz. Zup. Nochmal an. Straße rein. Nehmen wir den Pferden eben Stroh. Wenn wir den Trigger treffen. Vorsicht, Jungs. Das ist ja auch immer so eine Sache. Hier ist Trigger-Bingo. Mit dem Stroh. Also das haben sie hier nicht so schön gelöst. Seht ihr? Jetzt treffen wir wieder nicht. Ach, ich habe ja auch das Gerät nicht angewählt. Und eben stehen bleiben. Wasser. Fein, fein. Na, Digga? Mal wieder rein. Rückwärtsgang rein. 682 sind da jetzt noch drin. Hey, ihr müsst ja auch genau im Weg stehen, oder? Hallo? Danke. Können wir den hier wieder reinstellen? Weil den brauchen wir noch nicht an den Hof. Können wir den abhängen? Ich glaube, wir müssen eben zum Hof, ne? Ja. Möhrchen? Ich glaube, am Hof haben wir noch Möhren, oder? Muss ich irgendwo nachgucken. Old Ass. Die sind voll. Fertigstall. Hat erstmal genug Karotten. Wir brauchen auf jeden Fall Heu. Der Rest ist ja noch hier. Hafer haben wir auch noch hier. Okay. Dann fahren wir eben doch zum Hof. Wir brauchen das andere Gerät. Kann die Palettengabel nämlich am Hof bleiben. Und wir nehmen eben das Krokodilgebiss oder die Pike, wo wir eben den Frontlader tauschen. Dieser Frontlader, der kommt weg. Jetzt hier nur der kleine FZ30. Den verkaufen wir dann mal eben. Weil wir brauchen ja im Endeffekt nur einen Frontlader. So. Kannst du nämlich hier bleiben. Klinke dich ab. Machen wir kurz hier Handbremse rein. Menü. P. Orange. Frontlader. Frontlader. Hallo? Haben wir auch einen Frontlader? Da. Der kommt weg. Da wir eh einen 150 PS Schlepper haben, wäre der Frontlader eh zu klein gewesen für diesen Trecker.
Deswegen. Oh, die ist ja super hingefallen wieder, wa? Meinen. Läuft. Ja, das ist so, morgens sind dann hier diese ganzen Pröttelarbeiten erst. Das dauert, bis man damit durch ist. Ich glaube, wir haben da hinten noch alles, ne? Oder müssen wir was mitnehmen? Ne, da war, glaube ich, alles. Abwart! Wir müssen was schaffen. Oh, wir haben hier ziemlich viel Tiere, wenn man da dazu sieht. Oh, Schweinkes wollen wir uns ja auch noch anschaffen. Die kommen ja oben ins Stall. Da müssen wir dann noch Stroh hinfahren und Futter besorgen. Das kaufen wir aber beim Händler. Dieses selber rummischen. Ne, das ist nicht so meine Welt. Das kaufen wir einfach eben beim Händler und dann haben wir das erledigt. Finde ich zumindest persönlich angenehmer. Ich glaube, im 17er war das, ne? Da gab es einen Mischwagen für Schweinefutter. Das war eine feine Sache. So wie gesagt, Heu, ne? Heu brauchen wir überall. Boah, sitzt schon wieder so komisch. So. Kommen wir da rein. Einen schmalen Trecker, ne? Das bringen. Komm, wo wir jetzt beide Pferde hinfahren. Können wir da eben hinsetzen. Boah, der ist ganz weg. Ach nee, du. Was war denn jetzt Grassilage? Ich weiß das gar nicht mehr. Aber Grassilage steht da hinten noch, ne? Bei den Schafen, die müssen wir da wegräumen. Also wir müssen auf jeden Fall noch gleich ein Heu holen. Hätte ich das gewusst, ey, hätte ich gleich einen mitgebracht. Oh, die haben schon Frischmast, Frischgras, Grassilage. Da liegt doch ein Ballen, oder bin ich jetzt total behämmert? Ah ne, der war auch weg, ne? Haben wir überhaupt hier noch Grassilage? Bläsilage, Mäusilage. Wir haben gar keine Grassilage mehr, ne? Werden wir doch wohl noch uns Grassilage kaufen müssen. Hier könnte man eben Wasser haben. Ja, dann müssen wir jetzt nochmal zum Hof zurück. Am Hof haben wir, glaube ich, doch noch Grassilage, ne? Hinter dem Schoppen hatte ich die, glaube ich, hingelegt. Stimmt, hinterm Shop machen wir noch Grassilage. Aber dafür jetzt extra den Hänger mitnehmen? Boah, ich weiß auch nicht. Aber wahrscheinlich fahren wir uns dann wieder dumm und dusselig. Zu den Kühen müssen wir ja auch noch an der Kuhweide. Jo. Dann werden wir, glaube ich, erst mähen. Man kann das ein bisschen trocknen. Dann werden wir düngen und spritzen. Und dann ist der Tag auch bestimmt schon wieder rum. Also zu tun haben wir noch genug. Also daran soll es nicht scheitern. Da ist noch Heu. Aber Freunde,
Ich würde sagen, ich fütter die Tiere jetzt mal eben schnell alleine fertig. Ich denke, das war's soweit, wie ihr das gesehen habt. Ne? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!